Am Wort ist nun Markus Kotzer, Sozialsprecher von den Grünen. Kann ja deinem Ansinnen, ja, der Entlastung des Faktors Arbeit, durchaus gewisses abgewinnen. Es ist tatsächlich so, dass wir in Österreich, was die sogenannten Payroll Taxes, also diese lohnbezogenen Steuern, betrifft, ziemlich an der Spitze, an der Weltspitze liegen. In Österreich werden wir, glaube ich, nur noch von Schweden überholt, wenn es um die lohnabhängigen Abgaben geht. Wir liegen knapp vor Frankreich und dann war auch schon ziemlich Ende der Fahnenstange. Und es stellt sich wirklich die Frage, warum jetzt beispielsweise Abgaben wie der Wohnbauförderungsbeitrag oder auch die Kommunalabgabe wirklich auf Basis der Lohnsumme eingehoben werden müssen. Ja? Das ist eine durchaus legitime Frage, ob es nicht alternative Finanzierungsformen gibt, weil zwangsläufig muss das nicht so sein. Und ich finde es zumindest einen Fortschritt vom Kollegen Loacker, dass er in seinem Antrag einmal unterscheidet zwischen Sozialversicherungsbeiträgen als Lohnnebenkosten, die er abgesehen von Unfallversicherungsbeitrag nicht wirklich senken will, sondern eben die Payroll Taxes. Nur das große Problem ist halt tatsächlich, das Geld, was da eingenommen wird, das wird ja nicht irgendwo runtergespült oder vergraben oder versteckt, sondern das dient ja der Finanzierung von gewissen staatlichen Leistungen, von gewissen Sozialleistungen, von gewissen Aufgaben. Und da müssen wir uns überlegen, wenn wir das nicht mehr auf Basis der Löhne finanzieren wollen, dann müssen wir es auf einer anderen Basis finanzieren. Da braucht es alternative Finanzierungsformen. Und wenn die Löhne in Wirklichkeit und die Gehälter ausfallen, wo ich durchaus dafür bin, wo ich durchaus sage, ja, kann man darüber diskutieren, dann würden sich anbieten für diese alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, weil weitere Erhöhung von Einkommensteuer, Lohnsteuer wird sie wohl nicht sein, oder auch von Massensteuern wie der Umsatzsteuer, dann werden sich vermutlich vor allem vermögensbezogene Abgaben empfehlen, wo wir in Österreich ziemlich am unteren Ende der Fahnenstange sind, oder auch eine weitere Ökologisierung des Steuersystems, im Rahmen einer ökosozialen Steuerreform, einer noch stärker weitergehenden, wo man sagt, Sozialbeiträge werden gesenkt, also dieser Lohn, diese Payroll Taxes beispielsweise, dafür der Umweltverbrauch erhöht. Das wäre tatsächlich eine tiefgreifende Strukturreform, die Arbeit und Arbeitnehmerinnen entlasten würde und die Steuergewichtung anders umschichtet. Ich sehe nur ehrlich gesagt derzeit in diesem Haus keine Mehrheiten dafür. Und ich wäre sehr erfreut, wenn von den Neos sagen würden, ja, das ist eine gute Idee, reden wir doch tatsächlich drüber, ob wir Arbeit entlasten und dafür Vermögensübergänge, Erbschaften beispielsweise höher besteuern. Dann wäre zumindest ein weiterer Schritt in diesem Hause getan, dass wir vielleicht einmal zu Mehrheiten, zu mehr Steuergerechtigkeit kommen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten, Kapital- und Umweltverbraucher besteuern. Ja, darüber können wir durchaus reden. Danke.